Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Mit dabei ist Vanva. Mhm. Und der Enno. Hallo. Und der Reaper. Hallo. Und wir wollen jetzt Gefangene befreien. Ja, bitte einmal das Licht anschalten. Ich glaube, das ist an. Ich glaube, nee, besser wird es nicht, oder? Also bei mir ist es an. Jetzt ist es auch an, jetzt ist es aus. Jetzt ist es an. Machen wir jetzt hier... Einmal langsamer. Da vorne in der Kurve ist unser Ziel, wenn wir nach links abbiegen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht jemand ist, deswegen sollten wir vorsichtig sein. Schließlich sind da Gefangene. Warne, hier unten sind auch Gegner. Okay, verstanden. Ich glaube, unser Ziel befindet sich da vorne nach links, wo der Rauch herkommt. Ich sehe nur ein Gebäude, aber keiner der Ziele. Können wir es einmal mit der Drohne angucken? Starte Drohne. Ich werde im Auto sitzen bleiben. Irgendjemand wäre auch gerade fast entdeckt worden. Ja, hier unten, die Pappnasen. Das ist ein zweites Ziel. Ich habe einen dritten Tango. Also wir können bis zu der Kurve vorrücken. Dort befindet sich links eine brennende Ruine, die für die Rauchschwaden verantwortlich ist. Da können wir uns an der Mauer erstmal sammeln. Da standen. Bin unterwegs. Unterwegs. Nachschub. Oh Gott. Irgendwo ist da jemand? Ja, ein Tango. Direkt hinter dem... Erledigt. Da wollte ich nur auf das Dach hier. Also auf der Straße direkt befinden sich zwei Leute. Befinde mich bei der brennenden Ruine. Ich ebenfalls. Ich befinde mich auf einem Dach neben der brennenden Ruine. Links von der Ruine die Treppe hoch. Okay, sehe ich beide. Habe Sichtkontakt, Vorsicht, Enno, links vor unserem Gebäude. Habe ich gesehen, einmal die Straße überquert. Hinter der anderen brennenden Ruine befindet sich gerade ein Tango, kein Sichtkontakt mehr. Die zwei gemeldeten, der dritte Gegner ist auch ins Ziel. Die drei ist gefährlich für euch, die müsst ihr als erstes ausschalten. Habe zwei im Ziel. Habe drei im Ziel. Habe drei im Ziel. Drei als erstes ausschalten. Wäre bereit. Ja, ich wäre auch bereit. Sauber. Sehr gut. Um eins und zwei müsst ihr euch gleichzeitig kümmern. Habe bei dem Ziel. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Ich nehme eins. 3, 2, 1, Feuer. Sehr gut. Fuck, Gegner von hinten? Ein fünfter. Wo? Hab ihn. Wollte nicht schnell genug reagieren. Über den rechten Abhang kommt gleich ein Gegner, genau gemeldet. Der darf die Leiche nicht sehen. Kein Sichtkontakt. Kein Sichtkontakt. Er hat die Leiche, denke ich, bemerkt. Er sieht zumindest nervös aus. Ja, kannst bestätigen. Könnte sich Kontakt herstellen, kleiner Moment. Aber Sichtkontakt zu 1. Oh. 1 kann ausgeschaltet werden. Musst du dich ausschalten. Okay. 2 macht immer noch mit, das Schläfchen hinter irgendwelchen komischen Strohballen. Ja, steht da rum. Ziel 5 gesichtet. Weiteres Tango geht die Straße hoch. Gegner kommt dem Aufklärer nahe, glaube ich. Habe 3. Die 3 muss abgeschossen werden, habe kein gutes Sichtfeld. Erledigt. Barbares Tango hinter uns. Ich werde entdeckt, ich werde entdeckt, ich werde Habe ihn abgeschossen. Sehr gut. Ich gehe auf erhöhte Position. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Der vom Dach geht runter. Ich sehe bei der Kirche einen Scharfschützen. Habe Sichtkontakt, ich schalte ihn aus. Ist down.
Einer geht auf den Weg, beziehungsweise auf die Straße und kommt Richtung zu uns. Gegner Nummer 1 müsste gleich erledigt werden, sonst sieht er eine Leiche. 1 und 2 müssen gleichzeitig erschossen werden, wenn... Kein Sichtkontakt. Kein Sichtkontakt. Habe Sichtkontakt. Dann... jetzt. Okay, 2 hat's nicht bemerkt. 2 sitzt doch immer noch hinter seinen Büschen da. Habe guten Sichtkontakt zu 2. Da kommt gerade noch einer, die 1 kommt auf die 2 zu. Okay, er dreht um, kannst die 2 erschießen. Enno, wo bist du? Ich bin dort, wo die anderen Feinde waren, die Treppe hoch hinter den Mauern, links von okay. Dir. Okay. Jetzt keine weiteren Tangos. Habe Sichtkontakt zu 1, werde sie ausschalten. Fuck, verfehlt. Getroffen. Puh, danke. Weiteres Tango hinter 1, bewaffnet. Kein Sichtkontakt. Meinst du ihn? Genau, ist aber wahrscheinlich zu weit für mich entfernt. Ist der alleine? Habe Sichtkontakt, aber schlecht. Er ist alleine. Er kann ausgeschaltet werden. Tango am Boden. Wir haben noch zwei. Beim Fahrzeug. Ja. Genau. Die beiden müssen gleichzeitig ausgeschaltet werden. Freischuss wird aber kein Sichtkontakt. Ich könnte vorrücken, weiß aber nicht, ob hier noch jemand auf meinem Weg dorthin ist. Einmal für Enno Auskundschaften, ich habe keinen Sichtkontakt da. Befindest du dich unten auf der Straße? Nein, oben auf einem Weg hinter einer Mauer. Links von Reborn. Position unbekannt. Also ich sehe Enno. Was ich so einsehen kann, sehe ich bisher keiner der Gegner. Ich kann Enno leider nicht sehen. Unten auf der Straße befindet sich keine Person mehr. Dort ist der Weg sicher. Dort könnte man vorrücken. Tango 3 nähert sich 1 und 2. Bitte um Erlaubnis, den Hügel von hinten durchs Portal anzugreifen. Ich könnte von hinten rein. Ich rücke weiter vor. Ich denke, ich weiß, was du meinst, und dann positiv. Okay. Ich werde meine Position verlassen. Wir werden natürlich nicht sofort schießen. Ich habe irgendwo eine Waffenkiste entdeckt. Hier können wir gleich nochmal gucken. Tango 3 kommt gleich die Straße entlang. Ich finde mich jetzt negativ, hinter die Treppe hoch. Der Kirche etwa. Habe Sichtkontakt mit 1, 2 und 3. Okay, dann erstmal versteckt bleiben. Ich habe noch einen vierten entdeckt. Gut. Keine Möglichkeit für mich zu zielen. Dann rücke vor, bis du zielen kannst. An der Kirche links befindet sich noch einer. Ja, ich sehe ihn, also bei deinem Mauerdurchbruch. Munitionskiste links von der Kirche, oberhalb der Kirche in einem Gebäude. 1 und 2 trennen sich, die könnten natürlich jetzt eliminiert werden. No, negativ, nee, jetzt noch sind nicht. Noch nah. Ja. Weiteres Tango links von der Kirche. Ich befinde mich jetzt auf einem Dach. Genau der. Bin jetzt im Nahkampf, Sniper-Modus nicht möglich. 2 kann jetzt erschossen werden. Nein, jetzt nicht mehr. Wir müssen warten, bis sie sich trennen. Sie sind alle zu dicht beieinander. 1 befindet sich gerade noch in der Kirche. Sehe einen Tango auf dem Markt. Nee, was auch immer das für ein Platz ist. Festivalplatz. Ja, ich sehe ihn. Musste 4 ausschalten, könnte sein, dass die anderen ihn jetzt entdecken. Beim Marktplatz derjenige kann ausgeschaltet werden, wenn möglich. Oh Gott, habe kein Freischussfeld. Ich bräuchte eine Markierung, wo ist der? Ah, sehe ihn. Hast du ihn? Irgendjemand wurde entdeckt. Ich wurde fast entdeckt. Da wurde eine Leiche gesehen. 1 fehlt noch, die 1 fehlt noch. Ist in der Kirche. Soll ich jetzt raus. Die Kirche rauslaufen? Schieße bei Sicht. Wir haben noch einen zweiten da. Aber wir sind eh schon nervös. Solange sie nur nervös sind, ist alles gut.
Eins kann erschossen werden. Weiß down. Abschuss bestätigt. Eins befindet sich jetzt hinter der Kirche, läuft den Berg hoch. Wer will zu mir? Lass ihn kommen. Verstanden. Ist down. Ja. Um die Kirche rum kann ich niemanden mehr sehen. Ich werde einmal in die Kirche reinschauen. Kirche stürmen. Kirche ist sicher. Verschlossene Tür. Eugen Gringos, helft mir hier wegzukommen. Da ist ein Gefangener drin. Das müsste unser Ziel sein. Das ist die Thomas Ambre Labuetta. Nähere mich der Kirche. Hab den Verbündeten befreit. Wir müssen mit dem Gefangenen reden. Alles okay? Was wollen Sie von mir? Juri und Polito, die sie gefoltert haben. Wir sind hier, um sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So, so viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo auf dem Land. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Okay. Der klaut uns gerade unser Auto. Hey! Nett. Wir haben noch... Wie fährt der? Ja, komm, lass uns ziehen. Unfassbar. Also wir haben hier unten noch eine Waffenkiste gehabt, wenn wir ein Stückchen zurücklaufen. Ja, das... klingt gut. War es Waffenkiste oder Waffenteil? Zubehörkiste. Das dürfte dieses Gebäude gewesen sein. Aber hier ist auf jeden Fall Munition drin. Hier ist eine Waffenkiste. Waffenkiste hier im Regal. Geil, das kann ich gebrauchen. So, was haben wir bekommen? Einmal neu aufmunitionieren auch. Einen Unterlauf. Für was denn für ein nettes Spielzeug? Ja, die Knolle an. Hier liegt schon wieder Geld rum. Geld? Geld? Ja, hier, am Tisch. Okay, also wir haben jetzt noch die Möglichkeit, entweder wir müssen zu der Basis Armadillo oder wir müssen zu El Politos Garage. Ich glaube, El Politos Garage hört sich irgendwie spaßiger an. Kommt drauf an, was halt näher ist. Es ist beides gleich weit weg. Dann sag du entscheidest. Wir könnten uns auch hier in der Nähe versuchen, uns einen Helikopter zu holen, dann geht's schneller, weil es ist beides sehr weit weg. Und dann holen wir uns den Heli. Ja, dort befindet sich auch noch ein Orden, den wir uns mitnehmen können. Wie kommen wir da jetzt hin? Der Typ hat ja unser Auto geklaut. Wir könnten ein bisschen joggen, ne? Einmal hier die Straße runter. Negativ, hab hier, glaube ich, einen Hippie-Transporter. Der sieht aber irgendwie nicht so fahrtüchtig aus. Ist kein Neuwagen. Aber da unten. Schade. Hier, da hinten steht doch was Tolles. Die Dach ist ganz Viersitzer.
Nö. Los geht's. Nein. Nicht mehr über den Kofferraum? Wir müssen zwar mit dem Motorrad fahren, bis wir ein neues Fahrzeug finden. Das ist auch. Es ist auch nicht weit, also zumindest von der Luft. Ich kann nicht drauf. Das ist auch nicht von zwei gedacht. Sind Sie nicht noch ein Motorrad? Oder wir halten den Wagen da an. Anhalten, nicht schrotten. Oh Gott! Ich bin spontan Herzinfarkt. Oh, Mann. Oh, Hilfe. So viel dazu. Scheiße. Woran hab ich denn jetzt meinen Herzinfarkt erlitten? Ich lieg hier mal so rum. Wo? Hilfe, Straße runter. Feinde. Die Drohne ist unterwegs. Ich bin vom Fahrrad gefallen, vom Motorrad gefallen. Ich sag doch, ich kann mit dem Ding versuchen abzuschließen. Sehe die Leiche nicht. Ich blinke hier. Bei dem Motorrad, Straße. Bei den Feinden. Kabel 2 ausgeschaltet. Negativ, ich sehe nichts. Hinter dir. Straße weiter entlang. Da wo die Schüsse herkommen. Ah! Für dich. Geh noch Feuer Unterstützung. Könntet ihr vielleicht erst die Gegner erschießen, bevor unser Medic ganz stirbt? Na, Mann. Komm. Irgendwie funktioniert das noch nicht so gut. Nein, irgendwie hast du es noch nicht so drauf. Verdammt, das war knapp. Das war Adrenalinsatz. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass hier jemand stirbt, so auf einmal. Habe ich auch nicht. Unser Medic zweimal in den Abend so fast. Ja, das eine Mal bin ich spontan einfach so gestorben. Die Aufregung. Haben wir jetzt irgendwie einen Viersitzer? Nee, irgendwie nicht. Aber wir können zu Fuß. Wir müssen nur eben gucken, dass wir gesund den Hügel hier runterkommen. Hier ist doch ein Viersitzer. Okay, wir gehen nicht gesund den Hügel runter, das ist eindeutig zu tief. Naja, das sieht aber auch nicht mehr so gut aus. Nee, das ist auch nur zwei Sitze. Nee, man kann hinten rein. Achso. Wo müssen wir denn runter? Hier? Bitte nicht springen. Bitte einmal. Wo bist du denn? Ich benötige noch die vierte Person. Ja, wie sitzt ihr im Auto? Was? Welches Auto? Das Auto links von uns. Ah. Wir haben uns also aufgeteilt. Ich hab doch gesagt, ich hab hier einen Viersitzer. Wie hört ihr mir jetzt? Also ich dachte, du meinst den Wagen, wo wir jetzt drin sitzen. Das dachte ich auch. So, da vorne geht's nach links rein. Ganz scharfe Kurve. Nicht zu schnell nehmen. Manchmal bedenke, wir sind ja immer noch in der bergigen Region. Ja, keine Sorge. So, und da vorne kommt ein feindliches Fahrzeug. Und was macht dieses Fahrzeug bei mir? Wir müssen da anhalten. Das feindliche Fahrzeug dreht sich. Ja, feindliche Fahrer hat wohl gezoffen. Tango down, oder? Ja. Stehen wir unter Beschuss? Nein, negativ. Doch, wir stehen unter Beschuss. Doch. Schon wieder. Kann die Schüsse nicht orten. Unser Scharfschütze steht unter Beschuss. Ich versuche es zu markieren. Ich hab den da. Ich fahr da lieber mal. Da ist zumindest einer. Und ich lass das Auto laufen. Tschüss. Ich mach. Das Gebäude bei der 2 ist das, wo wir hinwollen. Da ist irgendwo ein Heli. Eins kann ich nicht einsehen. Versuche ihn zu umgehen. Ich gebe Unterdrückungsfeuer. Hab ihn. Tango ist tot. Nicht wahr, doch. Ja, hat deinen Spaß. Nummer 3 ist hier vorne bei uns. Den sollten wir als erstes ausschalten, weil der uns am gefährlichsten werden kann. Ist das ein Passant oder seid ihr das, die da so rangerast sind? Ich laufe. Okay, 1 und 2 kommen angesprintet. Ist auch schon bei euch auf der Höhe, da beim Baum. Ja, bin hinter einem blauen Auto in Deckung. Okay, den habt ihr gut. Durch den Bus schießen ist nicht.
Mehr kann ich gerade nicht sehen, ich muss auch dicht daran. Rücke vor. Keine freien Schussfelder. Ebenso. Eins kommt angelaufen. Eins erledigt. Erledigt. Sehr gut. Hier befindet sich voll im Gebäude. Vier hatte einen Kollegen dabei, der nicht parkiert war. Vier ist bergrunter. Also. Ja. Nicht unbedingt relevant für uns. Ist. Eigentlich auch nicht. Der Platz um diese Kirche. Obwohl es frei? Aufmerksam auf uns. Platz vor der Kirche ist frei. Hier ist erledigt. Tango getroffen. Oh, das ist ein nettes Spielzeug. Kirche ist frei. Oh, schön. Sauber. Nachschub. Und Munition. So, bei dem blauen Haus hier oben müsste sich irgendwo ein Orden für uns befinden. Stellt sich nur die Frage, welches blaue Haus meinst du jetzt wieder? Obwohl, korrigiere, das ist nicht beim blauen Haus, sondern auf dem Friedhof anscheinend. Im Friedhof? Sehe den Friedhof. Vielleicht bei der Statue. Nee, hier beim Grabstein. Bei welchem genau? Der, wo ich stehe. Das ist eine Auszeichnung? Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Also es mag ja sein, dass ich blind bin, aber... Habt ihr den hier bei der Jesus-Statue. Genau. Darunter, dann seht ihr uns. Ja. Geht eine Treppe, ne, gar keine Treppe, aber einen kleinen Weg runter, hinter dem blauen Haus. Ach, da hin? Oh. Hier, nicht so weit, nicht so weit. Hier ja. War's. Hier. Himmel. So, und jetzt können wir den Helikopter nehmen. Ich glaube, unser Helikopterpilot wird sich jetzt freuen. So, bevor wir abheben, in welche Richtung? Moment. ...90 Grad nach links. Perfekte Richtung. Obwohl, wir wollten die Garage, oder? Ja. Moment. Dann... dezent nochmal nach rechts korrigieren. So... na, noch ein bisschen. Genau. Perfekt. Also Autoclown. Wollen wir es hoffen? Kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben hier noch nicht mal die Möglichkeit, irgendwie die Straßen alle zu asphaltieren und dann fahren sie hier mit dem Sportwagen. Noch ein bisschen nach rechts. Noch ein Stück. Ist das jetzt genau drauf? Direkt vor uns. Auf der Baustelle? Ja. Ja, oh, genau. Ich sehe da einen Platz für unseren Scharfschützen. Ja, oben okay. Auf dem Dach. Kannst du mich da runterlassen? Na, auf dem Kran. Auf dem Kran eher. Da hast du den Baustelle. Ja. Oben drauf, bitte. Okay, wenn du es unbedingt riskieren willst. Ich habe volles Vertrauen in dich als Piloten, dass du das schaffst. Bring mich so nah ran wie möglich an das Teil und lass mich da raus. Du musst nur mit einem Kufen da drauf kommen. Gib mir mal noch eine genaue Angabe. Der Kran? Hä? Nein, ja, ich nicht vorwärts. Ein Stückchen nach vorne. Vor. Weiter vor. Noch ein Stück. Noch ein Stück nach vorne. Noch ein Stück. Bisschen nach links. Noch ein Stück vor, bitte. Dann ist ja noch so schlecht einsetzen. So ist gut. Dann steigen wir ab. Genau. Wo wollen wir uns hinstellen? Hier unten beim Kran eigentlich wäre gut. Okay.
Und ich werde... bitte den Heli nicht kaputt machen, ihr müsst mich damit selber nachher noch abholen. Oh Gott, na das wird was. Ich sehe hier aber eine Leiter. Ja. Ja. Ich sehe hier keine. Na, geht gut, aber nicht Kabine. Ganz runter. Achso, okay. Ja gut, das, vielleicht kriege ich sie. Und ich werde nicht nochmal den Fehler machen und die Drohne aus dem Heli heraus starten. Wieso stürzt man dann ab? Ja. Die Drohne ist das letzte Mal in den Rotor geraten, das war nicht so cool. Oh, immer. So, dann wollen wir mal schauen. Brauchen wir jetzt Weisungen? Ja, ich versuche zu gucken. Unter anderem Zivilisten auf dem Gelände. Das ich wollte gerade sagen, Achtung, Zivilisten. Tja, wir haben Arbeiter. Wir haben einmal für Wanwa hinter den Zelten, da ist jemand gefangen. Vorne auf dem Dach. Mit in welche Richtung hinter den Zelten? Ich habe dich gerade beim Auto gesehen. Achso, da ja. Genau die Richtung weiter. Knabo? Ja? Auf dem nicht fertig gestellten Dach mit den gelben Zelten sind zwei Tangos. Eins ist gerade oben. Ins ja. Da? Genau das. Genau, und das andere kommt gleich vor. Recksteinhaus. Ziel 3 außerhalb meiner Reichweite. Ziel 2 habe ich im Visier. Eine montierte Waffe. Ziel 4 in Reichweite. Wacksteinhaus Ziel sauber. Ziel 1 in Reichweite. Suche erhöhte Position. Ziel 4 sofort ausschalten. Der kann uns sehr gefährlich sein. Ziel 4 neutralisiert. Ist erledigt. Sehr gut. Ziel 1 steht gerade passend. Finde mich auf erhöhter Position. Meine Drohne ist abgekratzt. Ist der Heli noch an? Nein. Nein. Bei mir dreht sich der Rotor die ganze Zeit. Ich höre den ganze Zeit. Gut, ich glaube, ich höre den auch. Da hat einer gerade unseren Heli. Nein. Nein, der steht hinter mir auf dem Feld. Brauche Informationen, ich, wo ihr ich seid. Ich habe Möglichkeit für Ziel 2 und 3 zur Neutralisierung. Ziel 1 weiterhin, obwohl Ziel 1... Ziel 1 ist Ziel für Licht in Sicht. Ziel 2 und 3 können jetzt einzeln ausgeschaltet werden. Ziel 3 ist neutralisiert. Tot. Ziel 2 vom Haupteingang kommen mehrere Tangos. Scheiße, Ziel 2 verfehlt. Ist der Haupteingang gegenüber von uns? Ja. Zwei kommen die Straße zu uns. Einer ist rechts, einer am Wagenheber, einer Hebebühne. Meine Fresse! Ziel 2 ist nicht neutralisiert. Ich wiederhole Ziel 2 nicht tot. Wann warst du unseren Kollegen befreit? Nein, ich habe ihn nicht gefunden. Bist du noch bei dem zweiten Zelt? Ich bin jetzt in dem Backsteinhaus hinter dem zweiten Zelt. Stehe unter Beschuss. An dem Backsteinhaus, genau da wo du hinläufst. Ah, reist, sehe ihn. Reißt auf. Bei dir ist aber jemand. Okay, ich kann ihn befreien. Stehe unter Beschuss. Oh. Hab ihn befreit. Reißt down. Kommt jemand zu, benötige eure Position. Down. Immer noch auf meinem Kran. Alle hinten links von dir. Okay. Du bist am weitesten vorne. Oh, das ist schlecht. Weitere Feinde kommen aus dem Stützpunkt. Ich sorg mal für eine kleine Explosion. Ich gebe leichtes Unterdrückungsfeuer. Achtung, mach vor. Right, auch Tango down. Zwei tot, eins nicht sichtbar. Eins bekommt durch drei Unterstützung. Vier ist am gefährlichsten. Hier habe ich nicht sauber. Vier ist down. Eins. Tango bei mir auf dem Dach down. Wow. Ja, hat mich überrascht. Ja. Auf welchem Dach bist du denn überhaupt? Ich bin noch ganz weit hinten, glaube ich, bei Narbo mit. Ja. Du bist bei Wanwa in der Nähe. Ja, ihr müsst durchsehen. Ich stehe bei ihm. Ja. Eins kommt auf euch zugelaufen. Munitioniere kurz auf. Er ist angehalten. Der fragt sich gerade, warum sein Kollege bei 3 umgefallen ist. Eins down. Sehr gut.
2 steht nicht erreichbar für mich. Der steht an einem Strommast. Korrigiere. Ihr müsstet ihn, genau. Ich gebe euch wieder auf erhöhte Position. War hier bei mir gerade was? Shit, bin getroffen! Es wäre wär möglich, dass noch welche im Haus sind, ansonsten sehe ich draußen keine mehr. Hab einen Ding da, ich bin abgestürzt. Fall gesehen. Oh Gott, du kriegst die Rücke. Den Verband. Ich weiß nicht, wie man jemand hilft, der vom Kran gefallen ist. Man kann nicht springen, das ist scheiße. Weitere Tangos in Sicht. Ich baue uns mal ein bisschen Deckung auf. Ich brauche eine erhöhte Stellung. Ich kann keine Tangos sehen. Ich sehe gerade zumindest anscheinend einen Zivilisten, der. Ne, lass mal wann war. Ich habe uns Deckung aufgebaut. Meine Reichweite der Drohne. Komm. Anscheinend ist das Gelände jetzt feindfrei. Okay, ich sehe auch niemanden mehr. Das Gebäude in der Mitte ist das, worum es geht. Oh, sehe einen schicken Wagen. Das ist dann vermutlich unser Ziel. Ich sehe Politos Wagen. Einer von uns ist schon am richtigen Haus. Ja, müssen wir noch betanken? Oder? Ich falle nicht. Das sieht doch nett aus. Ich habe gehört, wer Fahrer ist. Ist meine Anweisung, den zu fahren? Gibt es hier oben noch weitere? Du hast ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Oh halt, 2 blutige Kondome. Das ist wohl ziemlich sicher Judas und Politos Schlitten. Das ist selbst mit Kondom immer noch eine verdammt heiße Kiste. Ich habe das Narko-Geprotze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch. Du willst unbedingt so eine Karre, habe ich recht? Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Klimaanlage. Ja, genau, Klimaanlage. Klimaanlage ist immer gut. Habe Nachschübe? Habe ein weiteres Fahrzeug, wo der Rest mit kann. Okay, gucke erstmal das Gelände nach weiteren. Habt ihr euch aufmunitioniert? Ich höre Schüsse. Positiv. Ich sehe Schüsse. Das ist noch schlechter. Vom Haupteingang kommt? Nee, hier in dieser Kölschstadt habe ich drin. Ich sehe keinen Gegner. Ich sehe auch niemanden. Geknallt? Das war am Haupteingang. Anscheinend. Ja, sie kommen reingefahren, das sind Unidad. Unidad, doch da ist Unidad. Sie sind zu zweit. Tango getroffen. Okay, sehr gut. Schnell ausschalten, bevor sie Meldung machen können. Ja. Bin ausgeschaltet, ja. Ist ja erledigt, ich glaube es ist sauber. Das war das Auto. Welches Auto? Das falsche, zum Glück. Haben wir alles abgesucht? Gibt's hier noch irgendeinen Orden oder sonst irgendwas? Nichts zu sehen. Ressourcen haben wir auch alle abgegrast. Ja. Sollten eigentlich sein, denke schon. Ja. So dann. Ich fahr mal eben den LKW hier weg. Oh. Und ich fahr mal das andere qualmende Auto weg. Da hat jemand schon Spaß mit dem Auto. Ich steig mal mit ein. Danke. Ich verzichte. Eine schöne Frau in einem Sportwagen ist immer gut. Los, gib Gas. Ich weiß nicht wohin. Nach rechts. Muss ich kurz überlegen. Ich möchte eine Information geben, dieser Wagen hat keinen Allradantrieb. Mhm. War das denn. War das denn. Überraschung für dich? Nach vorne, nach links. Können?
Wie weit befindet sich der weiße Pickup von uns entfernt? Du bist gerade schon so weit. Oh. Was sollte das denn? Von dem Weg. Von vorne nach links. Ach so. Ach, da seid ihr. Du musst nicht warten. Vor allem, wenn du vorne sitzt. Oha, das ist eine schöne Gerade. Ja, hoffentlich nicht so glücklich. So, und gleich rechts ab. Und hier parken wir. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Die checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Judy und Bonita verstecken können. Der Sportwagen ist nicht viel schneller als wir mit dem Pickup. Ja, und dabei wiegt der Pickup noch deutlich mehr. Ich wollte sagen, dass dieser Wagen kein Allrad hat. Gut. Ja, abgelaufen. Okay, dann haben wir den Einsatz sehr gut fertig gekriegt und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.